In diesem Kapitel erfahren Sie, wie und wann Sie Typen im TIA-Portal verwenden. Typen ist eine von zwei Verwendungsarten der im TIA-Portal integrierten Bibliotheken. Daneben gibt es auch sogenannte Kopiervorlagen. Wenn Sie also ein Objekt in Ihrer Bibliothek ablegen, können Sie sich entscheiden, ob Sie dieses Objekt als Kopiervorlage oder als Typ ablegen möchten. Nehmen wir an, Sie haben in Ihrem Projekt ein Objekt, zum Beispiel einen Funktionsbaustein, der laufend weiterentwickelt und verändert wird. Wenn Sie diese Änderung nicht manuell an allen Stellen Ihres Projekts vornehmen möchten, können Sie dieses Objekt einfach als Typ in Ihrer Bibliothek ablegen. Alle Änderungen an diesem Typ werden automatisch versioniert und bei Bedarf auf alle Instanzen innerhalb des Projekts angewendet. Funktionserweiterungen und Fehlerkorrekturen bis hin zu unternehmensweiten Standards lassen sich mit den Typen im Bibliothekskonzept einfach realisieren. Der Vorteil davon? Es werden Fehlerquellen minimiert und der Arbeitsaufwand zur Pflege großer Automatisierungslösungen mit vielen einzelnen Projekten sinkt. Wie geht das nun im TIA-Portal? Wenn Sie Objekte, wie zum Beispiel Funktionsbausteine, aus dem Projekt wiederverwenden und später weiterentwickeln wollen, dann fügen Sie diese der Projektbibliothek als Typen hinzu. Diese Typen sind dann mit dem entsprechenden Element aus dem Projekt verbunden. Typen und ihre Instanzen werden mit einem schwarzen Dreieck gekennzeichnet. Neben den Programmelementen können Sie auch HMI-Objekte als Typ anlegen oder auch mehrere Bildobjekte gleichzeitig als Typ definieren und so einen Bildbaustein erzeugen. Für HMIs lassen sich auch direkt in der Taskcard Bildbausteine, Datentypen, Stile und Formatvorlagen erzeugen. Die Instanzen der Typen im Projekt sind schreibgeschützt. Wollen Sie Änderungen an einem Baustein vornehmen, dann müssen Sie den entsprechenden Typ in der Bibliothek bearbeiten. Bei der Bearbeitung wird dann automatisch eine neue Version vergeben. Nachdem Sie den Baustein geändert und getestet haben, können Sie die neue Version freigeben oder verwerfen. Mit der Freigabe können Sie die vorgeschlagene Versionsnummer ändern und gleichzeitig alle Instanzen im Projekt aktualisieren. Die so erstellten Typen können Sie in eine globale Bibliothek auslagern, um die neue Version im Team oder im Unternehmen zu teilen. Die neue Version wird automatisch in der Zielbibliothek ergänzt. Jeder, der auf diese Bibliothek Zugriff hat, kann jetzt den getesteten und freigegebenen Baustein in der aktuellsten Version in seinem Projekt verwenden. Bereits im Projekt enthaltene Instanzen des Funktionsbausteins bringen Sie auch ganz einfach auf den aktuellsten Stand. Mit den Typen im TIA-Portal können Sie wichtige und häufig verwendete Funktionen standardisieren, alle Änderungen versionieren und einfach unternehmensweit verteilen.